Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute haben wir eine neue Geschichte mit Peppa Wutz und ihrer Familie. Papa Wutz schaut Fernsehen an. Mama Wutz spült das Geschirr. Aber was machen Peppa und Schorsch? Sie schlafen. Guten Morgen! Peppa! Peppa, wach auf! Sie will nicht! Oh, es ist schon morgen! Guten Morgen, Schorsch! Guten Morgen, Peppa! Jetzt lasst uns sehen, was Mama und Papa machen. Guten Morgen, Papa! Morgen, Papa! Was schaut ihr da an? Sehr lustig! Ich gehe Mama helfen. Guten Morgen, Mama! Guten Morgen, Schatz. Komm, bereiten wir das Frühstück vor. Schorsch, Papa Wutz, das Frühstück ist fertig. Oh, Mama Wutz, wie lecker. Jetzt lasst uns zusammen im Garten spielen. Eine gute Idee. Ja, und wir können auch das Schwimmbecken füllen. Das werde ich gleich machen. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Lasst uns im Schwimmbecken springen, Schorsch. Es wird so lustig sein. Das sollte reichen. Juppie! Peppa, warte auf mich. Und los geht's. Nochmal. Lasst uns einige Wasserbälle reintun. Upsili. Aber was macht Schorsch? Er tut auch Wasserbälle rein. Wasserbälle. Es macht so viel Spaß, in Wasserbälle zu springen. Juhu! Was ist da passiert? Oh, du meine Güte,
so viele Wasserbälle. Wie toll, ich möchte auf die Rutsche. Papa, du sollst aufpassen. Ja, ja, Peppa. 1, 2 und 3. Sehen wir, wer der Schnellste ist. Oh, jemand ist stecken geblieben. Das war echt klasse. Jetzt werde ich die Doppelrutsche probieren. Papa, es ist nicht so eine gute Idee. Doch, Peppa. Oh oh, es ist so hoch. Ich muss mutig sein. Ich werde es schaffen. Oh, ich bin stecken geblieben. Es scheint, dass Papa unsere Hilfe braucht. Komm, helfen wir ihm, Peppa. Mach dir keine Sorgen, Papa. Ich komme. Hui. Und ich auch. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergiss nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss.